Hallo meine Lieben und willkommen bei einer stierischen Folge Dying Light. So, mit dem Mega-Zombie-Zerschnitzler und Arschaufreißer, den es gibt, The Big Dome. Naja. So. So, wir wollen wir mal, hä? Zum Fischerdorf, gell? Auf jo. Geht's. Durch die Zombie-Massen. Durch die Zombie-Massen. Kann ich mich nehmen lassen? Iha! Oh, hier ist Tor offen. Warum ist hier das Tor offen? Okay, Karim, ich bin vor dem Dorf, aber da drin wimmelt's nur so von Infizierten. Dann räum auf. Wir werden zum Schutz bezahlt. Dann schütz mal. Oh, da kommt ein Explo. Oh! Ich hab's zu spät gesehen. Scheiße. Oh, Scheiße. Du auch. Oh, Alter. Das sind ganz schön viele davon. Kannst du mir helfen, Digga? Oh, weiß ich noch nicht. 13, 10, 9, 8. Danke. Scheiße, pass auf. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Das ist nicht schlimm, ich auch. Alter. Ich glaube, sie kommen rein hier. Kann man das nicht zumachen? Stimmt. Ne, geht nicht zu. Doch. Ich muss das Tor schließen, bevor noch mehr von den Biestern reinkommen. Hm. Haben wir verpasst ein bisschen gerade. Alter Schwede, ey. So, ist hier jetzt jemand oder was? Hier muss man wohl klopfen. Hallo? Aufmachen! Klopfe. Jemand da? Almosen! Vielleicht geht er wieder. Jemand da? Reis schickt mich. Ich muss was abholen. Die machen uns nicht auf. Aufmachen! Oh. Ja? Ihr schuldet mir noch einen Kredit, Junge. Ihr müsst Kredit. Ich bin im Auftrag von Reis hier. Ich soll hier was abholen. Meine Güte. Einer von Reis Männern. Was mache ich bloß? Sag ihm, er soll gehen. Bleib höflich, dann lässt er uns vielleicht in Ruhe. Oder schick ihn zu Gurse, der weiß sicher weiter. Bitte, wir wissen gar nichts. Sprechen Sie mit Gürsel, der wohnt über dem Laden. Ja, da geh ich gleich hin. Wer da? Hey, ich suche nach dem Chef hier. Reis schickt mich. Das ist Gürsel. Geh zu dem großen Haus in der Dorfmitte. Er wohnt im Obergeschoss. Aber pass mit seiner Frau auf. Ist eine echte Beißzange. Danke. Eine echte Beißzange. Bestimmt schon selber ein Zombie. Ja? Hey, Reis schickt mich, um was für ihn abzuholen. Hier wirst du es nicht finden. Nicht in diesem Haus. Auch nicht in der Nähe des Hauses. Gürsel, an den musst du dich wenden. Da ist er doch. Hey, ist da jemand drin? Psst, nicht so laut. Das lockt die Monster an. Ich hab sie beseitigt, aber verstärkt besser das Tor, ehe noch mehr auftauchen. Sie haben sie alle beseitigt? Allesamt? Reis schickt mich. Sind Sie Gürsel? Ah, Sie arbeiten für Reis. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Das reicht jetzt aber. Uns bleibt sonst nichts. Firkin, tu was! Eiler, bitte! Lass mich mit dem Mann reden! Du kannst uns nicht so behandeln. Firkin wird dir die Fresse polieren. Firkin, hau ihm eins aufs Maul! Eiler, sei ich will keinen Ärger. Aber wir haben diesen Monat schon bezahlt. Ihr nehmt uns ja völlig aus. Das ist sowas von nicht mein Problem. Reis will sein Geld. Also zahlen Sie jetzt, oder ich sehe schwarz für Sie. Und Ihre Frau. Du machst uns keine Angst. Tritt ihm in den Arsch, Firkin! Halt den Mund, Eiler! Okay. Hier, das ist alles. Ein echter Kerl hat ihn fertig gemacht. Ich gehe dann mal. Sie haben anscheinend größere Probleme als das Geld. So sieht's aus. Okay, Karim, ich hab Gürsels Kohle. Ich hasse mich dafür, aber ich hab die Kohle. Der Selbsthass legt sich irgendwann. So,
Jetzt musst du nur noch zur Fährstation beim alten Pier. Es gibt eine Fähre? Die gab es, bis die Marine den Kahn versenkt hat. Dutzende Leute sind da gestrandet und warteten auf eine andere Fähre, die niemals kam. Sind denn noch Boote dort? Ja, aber jedes Boot, das die Bucht verlassen will, wird sofort torpediert. Oh, hier liegt was. Oh, hier liegt ein Tor. Wo bist du? Da. Ja, ich bin doch hier. Weißt du, wie die Infizierten reingekommen sind? Klar. Ich weiß, wie sie reingekommen sind. Dieser maskierte Spinner hat den Riegel durchgesägt. Von wem redest du? Wir nennen ihn den Gasmaskenmann. Er lebt draußen und hat echt einen Schuss. Er trägt dauernd eine Gasmaske. Denkt, das würde ihn schützen. Ja, was? Ganz sicher? Eine Wache hat ihn den Riegel durchsägen sehen. Jemand sollte sich um diesen Kerl kümmern. Bei mir ist der übers Rumspacken, ey. Na, sagen wir mal die andere zu Ende, oder? Jetzt, oder? Die andere Quest. Jetzt hast du den Mann mit der Maske aktiv. Ja, ist alles eigentlich da oben. Das ist alles nicht weit weg, gell? Gibt's hier noch was irgendwo? Nee, scheint es nicht zu geben. Nee. Hier ist noch eine Bude. Wird noch eine Herausforderung. Achso, das ist eine Herausforderung. Wer bist du? Was willst du hier? Ich bin Crane. Was machst du hier drin? Was ich mache? Was ich mache? Ich bin Tobias J. Bagwell und ich entwerfe Waffen. Waffen zum Töten von Zombies. Okay, ja, das klingt toll. Ich störe dich dann mal nicht länger. Nein, warte, warte, geh nicht. Hör mal. Meine Ultrawaffe der Monstervernichtung ist fast fertig. Jetzt geht's an die Feinabstimmung. Dabei kannst du mir helfen. Ja, und was soll ich machen? Tja, wird's schon schaukeln. Was ist denn das? Töten sie innerhalb von was infiziert mit einer Spezialwaffe. Das schaffen wir doch. 40 Infizierte. Na dann, los geht's. Alter. Wo sind denn die alle? Unten oder was? Oben? Das schaffen wir gar nicht, Dominik. Nee, seh ich gerade auch. Ich glaube, wir hätten gleich oben auf Dings gehen müssen. Da, wo du jetzt bist. Da hätten wir hingehen müssen. Wie soll ich denn an brauchbare Daten kommen, wenn du nicht genug Zombies töten kannst? Ey, sei nicht so fies. Kann ich das nochmal starten oder war es das jetzt? Nee, das kannst du nochmal starten. Tja, wird's schon schaukeln. Dann wir müssen gleich auf die Brücke. Meinst du? Weil da sind ganz schön viele. Ja. Geschafft? Ich muss schon sagen, das Ding ist nicht übel. Ey, du hast aber viele wieder gemacht, ey. Ich weiß nicht. Bist du richtig? Glaube ich. Ich bin einfach reingerannt. Ich muss nur noch ein paar Tests durchführen. Mit deiner Hilfe, versteht sich. Das ist natürlich geil.
haben als Erfahrung gekriegt dafür. Ja. So, gehen wir schnell da rein, aber. Kommen wir jetzt hier eigentlich so raus? Ne, gehen wir bestimmt oben raus. Uppala. Da jumpt er irgendwie drüber. Da, ab zum Fischerdorf. Ab zum Fischerdorf. Juri, jemand zu Hause? Oh, hier ist ein Schrank. Süßigkeiten, immer nur Süßigkeiten. Ist da noch ein Hinterfrosch? Was ist da? Da war noch ein Raum. Alkohol. Mir gibt's so Sägeblätter, Junge. Immer nur Sägeblätter. Hier spricht Jade aus dem Turm. Es wird bald dunkel. Wenn ihr glaubt, ihr schafft es nicht rechtzeitig zum Turm, dann geht zum nächsten Versteck. Viel Glück. Hallo. Ich bin hier, um was für Rais abzuholen. Schon wieder? Wir haben euch Blutsauger doch erst bezahlt. Ich bin nur der Bote. Ich mach bloß meinen Job, wie alle anderen auch. Ja, wir auch. Reis sagt, er schützt uns, wenn wir zahlen, aber er nimmt bloß unser Geld. Von wegen, Schutz. Nur Drohungen. Ist das bei dir anders? Also, ich will das Ganze hier schnell hinter mich bringen. Was muss ich tun? Muss ich echt darauf hinweisen, wie leicht es wäre, die Bude hier abzufackeln? Himmel, Herrgott. Ihr seid verdammte Monster. Da ist mein ganzes Geld drin. Nimm's und verschwinde. Ehrlich gesagt, ich will das hier gar nicht. Ich würde euch Leuten lieber helfen. Und trotzdem machst du's, oder nicht? Hat er recht. Ja. Na, aber ich muss es nehmen. Okay, Karim, ich hab das Geld von der Fährstation. Und ich komme ziemlich sicher in die Hölle. Oh, was gibt's hier? Benjamin Franklin mit. Gibt's hier immer einen Bogen? Ist ja auch ein Bogen oder was bei dir? Ja, ist schon wieder ein Bogen mit drin. Echt? Bei mir ist hier kein Bogen drin. Willkommen im Club. Jetzt hol dir deine Belohnung ab. Gut gemacht. Hol deine Belohnung ab. Neil Fallon. Ich schreibe für das Magazin für internationale Beziehungen. Ich habe von Ihnen gehört. Ach, wirklich? Wie sind Sie hier reingekommen? Zu Beginn der Krise war das nicht so schwierig. Und als Sie Suleiman dann die Zügel in die Hand gaben, war klar, wie sich die ganze Sache entwickeln würde. Und da wollten Sie bleiben? Ehrlich gesagt will ich gerne weg. Aber das scheint momentan unmöglich. Normalerweise gibt es in abgeriegelten Städten jemanden, den man bestechen kann. Hier nicht. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Hier kommt keiner raus. Scheint so. Aber meine Arbeit... Ich habe seit dem ersten Tag der Krise Aufzeichnungen gemacht. Hunderte Interviews mit Leuten, die keine... Naja, keine Leute mehr sind. Suleiman hat viel auf dem Kerbholz. Die Welt muss erfahren, was hier vorgefallen ist. Ich bin verzweifelt, Mann. Ich habe meine kompletten Aufzeichnungen verloren. Das Internetcafé, in dem ich mich verschanzt hatte, wurde angegriffen. Ich kam ohne Biss davon, aber meine Umhängetasche ist noch dort. Und die Sachen sind in der Tasche? Die meisten. Während meiner Flucht musste ich meine Kamera in einem Auto deponieren. Ich weiß, ich verlange viel.
Selbst wenn ich alles finden sollte, sitzen Sie immer noch hier fest. Hören Sie, ohne meine Aufzeichnungen gibt es keinen Grund, Harran zu verlassen. Das Café ist in einem komplett überrannten Viertel. Gut, vielleicht, aber ich verspreche nichts. Mhm. Ja, schön. Jetzt haben wir das auf jeden Fall. Wo ist er? Ah, da ist ja noch eine Bude. Warum kommt jetzt die Bude her? Hier der Unterschlupf. Och. Daneben ist noch ein. Siehst du das? Ja. Bringen Sie das eingesammelte Geld zum Stützpunkt. Ach, so am Arsch der Welt, ey. Ich wollte das mit dem. Weiß ich, ob man das jetzt. Achso, warte mal, die Quest. Guck mal, da unten ist auch schon wieder eine Quest. Wo? Ach, bei denen, ja. Sicherheitszone, stimmt. Ja, das hier. Das ist hier unten jetzt mit dem. Weiß ich, ob wir das mit dem Gasmann noch einsammeln wollen, da drüben. Das musst du wissen. Oder ob wir das Geld zurückbringen. Aber das ist ganz hier vorne. Komm, wir rennen mal schnell zum Gasmann. Zum Gasmann. Ja. Los. Wie er so liebevoll genannt wird. Oh Gasmann. Über die Dächer. Gut, da braucht jemand Hilfe. Crane, Crane, hörst du mich? Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Sie versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Um es ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin, und zwar sofort. Rais hat mir 2 Kisten versprochen, Bracken. 2! Ich mach's so schnell ich kann, ehrlich. Gut. Beeil dich bloß. Bitte. Der wusste der Typ. Ach da. Das ist eine Mucke jetzt hier. In Szenario oder was? Wo ist denn der Kunde? Steht der draußen oder was? Mhm. Ach ja. Ey, mir gibt der wohl nichts. Ist das abgehauen oder was? Ja. Man schimpft, man nimmt mich voll, ich soll abhauen. Schäm dich. Überlebensoutfit. Ja, ich hab ein neues Outfit erhalten. Na dann weiter. An alle Kuriere. Lasst alles stehen und liegen und begebt euch sofort ins nächste Versteck. Es wird Nacht. Und ist doch scheiße, gab es noch was. Warte, ich mach. Ja, da kommen aber auch ganz viele Zombies. Ich hab's. Eine Pistole habe ich gefunden. Oh ja, nee, ist bei mir nicht drin. Sag grad so aus. Offen, offen.
offen. Keinen Schritt weiter. Shakur empfängt heute keine Besucher. Wer keine Besucher will, sollte nicht das Schloss am Tor des Fischerdorfes sabotieren. Was? Wovon redest du? Das war nicht Shakur. Das war der Mann mit der Gasmaske. Und das bist du. Ich? Du bist verrückt. Wie kommst du auf sowas? Weil du eine Gasmaske trägst. Du wurdest hereingelegt. Der Saboteur ist ein Betrüger, der sich verkleidet hatte, um den Verdacht auf mich zu lenken. Damit du böse auf Shakur wirst. Aber Shakur weiß, wer dahinter steckt. Shakur hat ihn ohne Maske gesehen. Du hast jemanden gesehen, der aussah wie du? Shakur war hinter dem Felsen und hat ihn gesehen. Aber er hat Shakur nicht gesehen. Dann sollte Shakur mir sagen, wer es ist. Nein. Ha, diese Information ist sehr viel wert. Wenn du wissen willst, was Shakur gesehen hat, dann musst du zuerst etwas für Shakur tun. Dann sage ich es dir. Ich verhandle nicht mit dir, Shakur. Natürlich nicht. Shakur sagt, was zu tun ist und du gehorchst. Also, gehorche Shakur. Und was wünscht der mächtige Shakur? Ich war auf dem See hier in der Nähe unterwegs, als meine kostbare Tasche aus dem Boot ins Wasser gefallen ist. Sei wie ein Fisch und bring sie mir zurück. Schnell, geh schon. Ich bin ein Fisch, mach dir auch die Kaulquappe, so ist es nicht. Kaulquappe, na, die möchte ich mal sehen. Ja, wird ein bisschen komisch aussehen, aber... Aber ich würde dir eine machen. Natürlich auch noch dunkel, gell? Ich hoffe, wir finden sie. Das Gute. Hast du gefunden oder was? Nee, auch nicht. Oh. Ey, ich sehe gar nichts zum Glück. Oh, ich glaube, ich frick. Ich glaube, ich muss auch nochmal auftauchen. Das siehst du nicht, glaube ich, hier im Dunkeln. Denkst du? Ich hab's ja. Wahnsinn, du bist ein richtiger Held. Kann's halt. Da ist ein Erdtuch. Aber im Dunkeln. Aber gleich ersauf ich. Musst du hochkommen. Ich bin doch schon da. Wollen wir noch die Kiste holen oder was? Na, du schwimmst doch gerade drauf zu. Deswegen fahre ich dich gerade. Na dann, los geht's. Ein bisschen auf die Schattenjäger aufpassen. Ja.
Da ist natürlich einer, gell? Genau da ist einer. Dreht der sich ja um. Da kommt der hergelaufen. Dominik, mach's auf. Mach's auf. Ja, ich hab doch jetzt die blauen Fackeln hingelegt. So, jetzt komm du her. Ich bin da. Und weg. Wenn du fertig bist. Muss ab durch die Mitte. Die Fackeln waren gut, Dominik. Ja, die hast du auch. Hä, wenn der mich jetzt... Verfolger abgehängt. Warum hast du sie nicht selbst geholt? Shakur kann nicht schwimmen. So. Erst die Tasche, dann sage ich dir, wer der falsche Shakur ist. Okay. Ja, bald umgefallen mit der Tasche. Also Shakur, was hast du gesehen? Der Betrüger schleicht sich heimlich aus dem Dorf. Ganz vorsichtig, wie ein Spion. Dann setzt er eine Maske auf. Dann schleicht er zurück zum Tor. Macht dabei aber Lärm, damit die Wachen ihn bemerken. Er zerstört das Schloss und rennt davon. Hast du ihn erkannt? Er sah wie ein Irrer aus, nicht wie Shakur. Ich meine, weißt du, wer es war? Natürlich, einer der Fischer. Derjenige, der sich als Shakur verkleidet hat. So, so. Ich kümmere mich drum. Übrigens, Shakur, was war in der Tasche? Meine Luft. Meine geliebte, saubere Luft. Jetzt kann ich wieder atmen. Was? Ich tue auch immer Luft hin. Luft in der Tasche verstecken. Heiße Luft aber nur. Heiß. Tust du Tasche verstecken? Heiße ja, Luft. Mit heißer Luft. Bei mir kommt ja. sie hinten raus und stinkt. Muss man jetzt hin eigentlich? Rede mit der Wache. Wieder zurück. Ach so. Na dann, haben wir jetzt noch die Quest aktiviert, ja? Ja. Ja, da können wir, ja, gehen wir da runter, machen gleich noch, nehmen noch gleich das andere Ding mit. Oh, jetzt wäre ich beinahe hier runtergefallen. Oh, fuck.
Bin gleich da. 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 Oh. So. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Muss man hin? Ach da, zu dem. Zu dem hier. Ja. Wer hat alles einen Schlüssel für das Tor? Nur ein paar. Tom, Gürsel oder Musa. Danke. Mit allen dreien reden oder was? Hätten wir in der Stadt mehr Fallen aufgestellt, kämen wir einfach noch. Na, kommst du nicht da hoch oder was? Sobald eins der Pakete aufkommt, ist auch schon ein Typ in Orange da, um es anzugreifen. Nacht überlebt. Die Nachtgabe. Gasmaster. Ich hab sie schon gefunden. Echt? Vergiss die GRE-Pakete. Wir am besten direkt zu rein. Was kann ich für dich tun, Crane? Du hast das Tor sabotiert, Gürsel, und die Infizierten ins Dorf gelassen. Ich? Das war der Irre mit der Maske. Die Wache hat ihn gesehen. Aber jemand anderes hat dich gesehen. Was? Wer behauptet das? Sag's mir. Außerdem lag diese Maske in deiner Hütte. Was blieb mir anderes übrig? Das Dorf wollte kein Schutzgeld an Reis zahlen. Und er wurde ungeduldig. Deswegen hat er ja auch dich geschickt, oder? Deswegen riskierst du das Leben der Leute hier? Sie mussten erkennen, dass wir Rais Schutz brauchen. Es hat funktioniert. Warum regst du dich also so auf? Weil Musa jetzt den Gasmaskenmann erledigen will. Wo ist das Problem? Sorg dafür, dass das nicht passiert. Oder es wird bekannt, wer es wirklich war. Wir verstehen uns? Tun wir. Wir sprechen mit Musa und den Wachen. Sprechen Musa. Okay, es wird keinen Ärger mehr mit dem Gasmaskenmann geben. Hast du ihn erledigt? Nein, das war nicht nötig. Nach seiner Aktion? Es mag dir nicht gefallen, aber Mord ist immer noch kein Kavaliersdelikt. Falls du das anders siehst, hast du ein Problem mit mir. Kein Problem, Chef. Hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich bin sonst ganz harmlos. Danke fürs Kümmern. Bitteschön. Sehr nett von dir. Was gibst du uns? Ein Champion. Sag mal, wird die Herausforderung hier, können wir die jetzt nochmal machen oder was? Oder ist das der zweite Teil? Weiß ich gar nicht. Du Monster! Komm raus! Komm raus, du Feigling! Was ist denn los? Aaron, dieser furchtbare Unmensch! Er hat meine Schwester vertrieben! Aida ist Witwe mit zwei Kindern, Jasmina und Jamil. Sie sind unter dem Zaun durch, um ihre Mutter zu finden. Jasmina ist gestern zurückgekommen, aber Aida und Jamil sind noch da draußen. Bitte, könntest du meine Schwester und meinen Neffen zurückbringen? Ich werde es versuchen. Wo ist das Mädchen? Sie versteckt sich in meinem Haus vor Harun. Sie hat Angst, er wirft sie auch raus. Vielleicht rede ich mal mit Harun. Harun, der gute alte Harun. Wir kommen jetzt ganz Nebenmissionen her, Alter. Das kann doch gar nicht sein. Hier ist doch auch eine. Ach, hier am Brett oder was? Giftkräuter. Mitternachtsbraut. Mhm. Ich hab's schon mal mitgenommen. Ach so, wir müssen auch die Folge beenden. Wir sind nämlich schon wieder drüber. Deswegen. Also, lasst uns einen schönen Daumen nach oben da, einen Kommentar und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wie gesagt, und dann werden wir ja beim nächsten Mal, gehen wir zu Rice, geben das Geld zurück und kriegen wahrscheinlich unser Apizin. Mal gucken, was draus wird. Was?
Anti-ziehen. Oder Anti-ziehen. Okay, alles klar, genau. Leute. Macht's hübsch, euer Pepe und The Big Dome. Tschüss. Tschüss.